Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, es gibt mal wieder ein neues Haus-Tutorial. Und zwar ein kleines, modernes Haus. Und zwar mit den Größen oder mit den Maßen von 12 mal 8 Blöcken, glaube ich, ist das. Also 12 breit und 8 nach hinten. genau. Ich würde sagen, wir schauen uns das Haus einmal an und wenn euch das Ganze gefällt, dann können wir das zusammen nachbauen und dann habe ich auch sogar noch ein bisschen was vorbereitet, so farbenmäßig. Das zeige ich euch dann aber gleich. Genau, also wir sind hier einmal auf der Vorderseite vom Haus. Ich muss sagen, die Wohnfläche ist wirklich ziemlich klein, aber man hat halt viel so außen drum herum. Genau, und zwar wenn man hier reingeht, seht ihr schon direkt, man hat einen Pool hier unten, also das ist halt mega, mega cool. Und dann hat man hier eine Treppe, wo man hochgehen kann. Und dann hier den Eingang halt in den Raum. Und das ist, sage ich mal, wirklich die einzige Wohnfläche, die man hier hat. Also wie gesagt, eigentlich ziemlich klein. Aber gerade außen hat man dann halt mega viel Platz. Hier nochmal so ein bisschen was. Ne? Und dann, wie gesagt, den Pool auf der Rückseite. Und dann fliege ich nochmal außen rum, um euch genau das Ganze aus von den verschiedenen Seiten zu zeigen. Und jetzt seht ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund so ein bisschen was, was ich vorbereitet habe. Und zwar habe ich verschiedene Farben vorbereitet. Und genau, das heißt, wenn ich das Haus gleich nachbaue, könnt ihr euch eigentlich auch eine andere Farbe aussuchen, in der ihr das Haus baut. Und ich werde dann immer sagen, welche Farben ihr braucht. Also jetzt hier, das, was ich jetzt hier gezeigt habe, das ist Dschungelholz und graue Keramik sind die Grundelemente. Also in diesen Farben werde ich das ganze Haus auch nachbauen. Genau, aber ich habe jetzt zum Beispiel hier nochmal eins vorbereitet. Das wäre zum Beispiel Schwarzeichenholz und graue Keramik, ne? Also wenn ihr Bock habt, das in diesen Farben nachzubauen, dann könnt ihr einfach diese Farben benutzen. Dann habe ich dahinter nochmal auch Schwarzeichenholz und Quarz, ne? Also in der Kombination, dann sieht das Haus so aus. Also es ist, glaube ich, einerseits Geschmackssache und es kommt vielleicht auch darauf an, wo man das Haus hinstellt, was dann cool aussieht. Das hier ist Birkenholz. Und graue Keramik als in Kombination. Das sieht dann so aus. Dahinter haben wir nochmal Birkenholz und Quarz. Also falls ihr das in dieser Kombination nachbauen wollt, könnt ihr das gerne machen. Dann haben wir hier einmal graue Keramik außen und Quarz innen. So würde das Ganze dann hier aussehen. Und hier dasselbe nochmal umgekehrt. Das heißt Quarz außen und graue Keramik innen. Genau, also wie gesagt, ihr könnt euch einfach eine Farbe aussuchen und dann müsst ihr immer anstatt, ne, wenn ich dann dieses Holz und die Keramik nehme, dann halt die Farben nehmen, die ihr dann haben wollt. Ne, zum Beispiel das hier, glaube ich, würde ganz cool in so einem Wald aussehen, gerade mit diesem dunklen Holz. Diese helleren, die könnte man, oder das dahinter vielleicht sogar an einen Strand dran stellen. Ne, oder das hier passt irgendwie, glaube ich, ganz cool in so einen Dschungel oder so eine tropische Atmosphäre rein. Also genau, macht das einfach so, wie ihr wollt. Sucht euch eine Farbe aus. Wie gesagt, ich werde das aber mit Dschungelholz und grauer Keramik präsentieren. Und dann müsst ihr einfach eure Blöcke stattdessen nehmen. So, dann würde ich sagen, lange geredet, fangen wir jetzt endlich mal an. Genau, und zwar fangen wir mit dem Dschungelholz an und ich fange unten rechts hier in der Ecke an, also hier, ne, dass ihr Bescheid wisst, dort fange ich an. Und zwar müssen wir erstmal vier Blöcke Holz aufeinander setzen, also 1, 2, 3, 4. Diesen obersten Block müssen wir jetzt einmal nach links rausziehen und zwar brauchen wir hier insgesamt 12 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier einmal links daneben und zählen ab 2 bis 12. Das heißt 2, weil wir einen Block schon hatten, jetzt haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 bis hierhin. Und dann müssen wir hier ganz links 4 weitere Holzblöcke draufsetzen. Also 1, 2, 3, 4. Insgesamt hat man dann hier 5 aufeinander. Und diesen obersten ziehen wir jetzt nach rechts rüber und da brauchen wir auch wieder 12 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier rechts daneben, zählen wieder ab 2 bis 12. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Genau, bis hierhin. Dann würde ich sagen, machen wir, wir machen auch direkt mit dem Holz weiter. Und zwar müssen wir jetzt einmal diese Ecke nach hinten ziehen. Ich würde sagen, damit fangen wir an.
Und zwar gehen wir hier hinter und wir brauchen insgesamt 8 Blöcke. Und das heißt, wir zählen hier einmal ab 2 bis 8. Also 2, weil wir einen schon hatten. Dann haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ziehen dann den hier einmal runter zum Boden. Genau, gehen dann einmal hier auf die Vorderseite nach links. Mit dieser unteren Ecke und mit der oberen müssen wir genau dasselbe auch machen. Das heißt, wir stellen uns hier hinter, zählen wieder von 2 bis 8. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hier oben dasselbe auch. Also wieder 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dasselbe dort an diesem Rand auch nochmal. Also wir fliegen hier hin, zählen auch wieder ab 2 bis 8. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Genau so. Wenn wir das gemacht haben, dann verbinden wir einmal diese Ecke mit diesem da hinten. Also hier einfach eine Verbindung aus Holz ziehen. Und genauso verbinden wir das von hier einmal dorthin rüber. Also ziehen hier auch nochmal Holz rüber. Und dann müssen wir noch einmal hier an dieser Ecke eine Verbindung von hier nach oben ziehen, dass man insgesamt so ein Konstrukt hat. Und was wir dann schon mal machen können, ist, dass wir hier einmal komplett Holz reinsetzen. Also hier in diese Umrahmung, die wir jetzt gebaut haben. So. Und dasselbe machen wir gleich oben auch nochmal. So, das heißt erstmal genau hier das alles rein und hier oben, wie gesagt, dasselbe auch nochmal für die Decke oder für das Dach. So, das heißt, hier kommt auch überall Holz rein. Und dann haben wir das Dach auch schon mal fertig. Genau, perfekt. So, ich würde sagen, dann machen wir einmal mit Keramik weiter oder halt mit dem zweiten Block, den ihr euch dann ausgesucht habt. Und zwar gehen wir jetzt einmal hier nach rechts hin an diese Säule und setzen jetzt schräg nach innen, also hier drei Blöcke Keramik aufeinander. Dann hier unten reißen wir einmal vier Blöcke Gras raus, also 1, 2, 3, 4 und setzen dort auch Keramik rein und setzen dann hier links daneben auch dreimal Keramik aufeinander. Dann lassen wir hier einmal drei Blöcke frei, also 1, 2, 3 und auf dem vierten setzen wir auch nochmal graue Keramik aufeinander und zwar drei Blöcke. Und das müsst ihr jetzt hier, also ne, schräg diagonal von der Ecke ein nach innen versetzt, dort müsste das ankommen. Also dann habt ihr alles richtig gemacht. Wie gesagt, hier sind vier Blöcke zwischen, hier sind drei Blöcke zwischen. Und genau so, was wir dann als nächstes machen, ist, dass wir Treppen nehmen. Also Dschungelholztreppen oder dann halt euer Material. Und jetzt hier anfangen, bei dieser Säule hier zwei Treppen hinzusetzen. Dahinter dann zwei umgedrehte Treppen dran. Dann kommen hier wieder zwei Treppen drauf. Dann kommen dahinter wieder zwei umgedrehte Treppen dran. Dann kommen da nochmal zwei Treppen drauf. Da hinten wieder zwei umgedrehte Treppen dran. Und dann fangen wir an hier oben, außer den ersten beiden, wobei eigentlich auch die ersten beiden. Also wir reißen hier das ganze Holz einmal raus. Und zwar bis hierhin. Und setzen dann hier nochmal zwei Treppen drauf. Also so, dass man hier einmal perfekt hochlaufen kann. Und genau hier habe ich das so gemacht, dass ich hier auch zwei umgedrehte Treppen dran gesetzt habe. Also hier so eine und so eine. Und dann kann man hier einfach so durchgehen und hat so eine kleine Lücke. Genau, also falls ihr mit grauer Keramik das Ganze baut, dann müsst ihr hier ganze Blöcke haben, weil es gibt keine Keramiktreppen. Das heißt, also es funktioniert auch mit dem Block, wie ihr seht, ne? Aber ich fand es einfach ein bisschen schöner, wenn man hier Treppen hat. Deshalb, wenn wir mit Holz bauen, bauen wir da umgedrehte Treppen rein. Genau, so, dann würde ich sagen, machen wir weiter und zwar brauchen wir weitere Keramik. Blöcke und setzen jetzt einmal hier an dieser Stelle drei Keramik aufeinander. Dann gehen wir einmal hier rechts rüber. Hier haben wir ja diese Lücke. Dann haben wir hier einen Block, den wir auch erstmal freilassen. Und hier setzen wir auch wieder drei Keramikblöcke aufeinander. Das ist sozusagen genau hier, wo unten die Säule ist. Das geht dann hier nach oben weiter. Und dann nehmen wir uns einmal Glasscheiben. Und zwar habe ich mir dort graue Glasscheiben genommen. Und da setzen wir jetzt fünf Glasscheiben nebeneinander, also 1, 2, 3, 4 und 5. Ziehen dann einmal Glasscheiben nach hinten, auch fünf weitere, die wir hinsetzen, also 1, 2, 3, 4, 5, fünf weitere sind das.
Genau, dann gehen wir einmal hier hinten auf diese Seite und ziehen hier auch nochmal graue Keramik, drei Blöcke aufeinander. Nach links dann auch drei freilassen, dann kommen hier drei Keramikblöcke aufeinander. Und dann fangen wir von hier an auch Glasscheiben einmal bis hierhin rüber zu ziehen. Und dann können wir eigentlich hier das Ganze schon mal hochziehen, also die Glasscheiben halt bis an das Holz hier oben dran. So machen wir das einmal gerade schnell und dann haben wir hier diese Glasecke komplett fertig. So, einmal hier rüber. So, hier einmal entlang. Und dann hier, ups, so, jetzt genau. Und dann haben wir da oben schon mal dieses Fenster sozusagen fertig. Dann brauchen wir wieder Keramik und hier an dieser Stelle machen wir das so. Wir haben ja hier vier Blöcke, die frei sind. In den mittleren beiden kommt Keramik hin. Auch drei Blöcke hoch. Dann kommt hier links eine Tür rein und zwar ist das eine Akazienholztür. Und darüber habe ich einen Glasblock genommen, einen grauen Glasblock. Und habe den über die Tür gepackt und dann hier auch nochmal drei Glasscheiben rein. Genau, das dann an dieser Stelle. So, hier hinten auf dieser Rückseite, also zwischen dieser Säule und hier, wo die Tür ist, da setzen wir nochmal drei Glasscheiben hin als Geländer, dass man hier nicht runterfallen kann. Und dann können wir eigentlich schon mal diese Seite hier komplett zumachen. Das heißt, hier fangen wir an, genau, einfach alles komplett einmal zuzumachen mit Holz. So, dann haben wir die Seite auch fertig, beziehungsweise hier unten fehlt uns dann immer noch eine Säule. Und da machen wir das so, dass wir einmal hier von der Ecke diagonal ein nach innen gehen, also hier hin und graue Keramik hier runterziehen. Das müsste parallel hier rüber gehen. Und hier zwischen können wir eigentlich auch schon mal die Erde rausreißen, graue Keramik reinsetzen. Sieht dann ein bisschen schöner aus. Genau so, dann haben wir das. Jetzt überlege ich gerade, bevor wir zum Pool kommen, würde ich, glaube ich, erstmal oben noch ein paar dekorative Sachen machen. Und zwar habe ich hier vor diesem Glasfenster hier drei Töpfe hingesetzt und dort dieses Farn reingezogen, drei Stück. Das finde ich sieht mega cool aus, passt irgendwie voll auch zu diesem Haus. Dann brauchen wir hier nochmal Glasscheiben, die wir einmal von hier rüberziehen bis dahin. Die schwebt zwar teilweise, aber genau, man kann halt hier keinen Block drunter setzen, ne, weil wenn ich das so mache, passt man hier halt nicht mehr durch. Aber so, ne, passt man da immer noch durch. Das heißt, die schwebt zwar so ein bisschen, aber das ist eigentlich halb so wild. Genau, dann haben wir das hier schon mal. Dann gehen wir auf die Rückseite und setzen hier genauso auch einmal drei Blumentöpfe hin und dann hier auch wieder Farn rein. So, und dann kommen wir zum Pool, würde ich sagen. Und da machen wir das jetzt einmal so, dass wir erstmal Blöcke rausreißen. Also hier hinter der Keramik fangen wir sozusagen an, diese vier Blöcke rauszureißen. Das sind jetzt vier. Und das müssen wir insgesamt acht Blöcke weit machen. Also einen haben wir jetzt, ne? Dann haben wir zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und 8. Also wenn ihr nochmal nachzählen wollt, das müssten 4 mal 8 Blöcke sein. Dann nehmen wir uns auch wieder graue Keramik und fangen an, diese ganze Umrandung aus Keramik zu machen. Das heißt, wir ziehen hier die Blöcke nochmal raus und setzen Keramik da rein. Hier auf der Seite die Grasblöcke raus und Keramik dorthin. Hier hinten dasselbe auch. Und dann hier in den Ecken natürlich auch, damit das schön aussieht. So, dann kommt hier an der Stelle auch noch mal eine Keramiksäule hin. Und genauso kommt dann hier an dieser Stelle, also ne, von dieser Säule sozusagen, wenn man hier rüber geht, hier kommt auch noch mal eine Keramiksäule hin, die dann von oben sozusagen einmal hier komplett durchgeht. Genau. Das dann erstmal. Und hier unten habe ich auch den ganzen Boden noch mal rausgerissen und habe dort Holz reingesetzt, weil dieser Erdeboden einfach nicht schön aussieht. Genau, das heißt, wir ziehen hier einmal komplett Holz rein. So, und dann habe ich außerdem noch ein paar Glowstones reingesetzt. Ich glaube hier, hier, hier und hier. Einfach damit man so ein bisschen, ne, eine Beleuchtung hat unter dem Pool oder unter dem Wasser. Und dann kann man, genau, einfach Wasser reinsetzen. Und dann haben wir den Pool auch fertig. Und als kleine Dekoration habe ich dann hier noch, also ne, wenn man
sozusagen auf der rechten Seite zwischen den Säulen, habe ich hier vier Töpfe hingesetzt. Und wie kann es anders sein? Habe dort Kakteen reingepackt. Das wisst ihr ja mittlerweile wahrscheinlich alle. Das muss bei mir immer sein. So, und ich finde, das sieht mega, mega nice aus. Genau, dann sind wir schon fast durch, außer dass wir hier noch ein bisschen was an Weg machen können. Und zwar habe ich Diorit genommen. So, wo ist denn hier? Genau hier, ganz normaler Diorit. Und habe dann sozusagen hier vor der Treppe und dann aber auch hier rechts diese Linie einfach mal nach hinten. Diese drei Blöcke sozusagen habe ich einfach komplett mit Diorit aufgefüllt. So, und dann hat man hier halt so einen ganz schönen Weg, der auch ziemlich modern aussieht. Und dann kann man halt über den Weg, ne, hier direkt in den Pool rein oder so. Genau, dann haben wir das schon mal. Und dann kann man noch so ein paar Kleinigkeiten machen. Ich habe zum Beispiel noch Gras genommen. Und habe das von hier angefangen, einmal hier links rüber bis dahin Gras gezogen. Hier dann einmal um diese Säule herum, einmal hier entlang und dann bis hierhin. Einfach damit, dass man da noch so ein bisschen Struktur schafft mit diesen Pflanzen. Weiß nicht, finde ich eigentlich ganz cool. Genau, und hier kann man das dann auch machen, dass man das hier nochmal zwischen diesen Holzsäulen macht. Genau, so. Dann war es das, glaube ich, aber schon. Ich guck mal gerade, da ist das genauso, ne? Hinten. Einmal kurz abchecken, ob ich nichts vergessen habe. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, das war's. Genau, ich würde dann einfach mal sagen, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Was mich mal interessieren würde, in welcher Farbe habt ihr das Haus nachgebaut? Also habt ihr auch diese Farben genommen oder habt ihr eine von diesen Farben genommen? Schreibt das mal bitte in die Kommentare rein, weiß ich nicht. Würde mich mal einfach interessieren, was ihr da so am coolsten fandet und was ihr nachgebaut habt. Genau, und dann würde ich sagen, Leute, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ansonsten könnt ihr das Haus oder diese Welt mit all diesen Häusern auch runterladen auf meiner Website. Und ansonsten würde ich sagen, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein, meine Freunde. Ciao. Ciao.